Welches? Du sagst, hast du noch nicht zu Ende gesehen. Welchen Film? Von heute. Ah, die hat gesagt, dass du heute gesehen hast, wirklich. Ja. Dann ist er, die bringt ja Essen. Und der ihr Mann, der ist schon Rentner, der ist 65, die tun sich abwechseln. Ja. Nächste Woche kommt wieder der Mann. Mhm. Ah. So machen sie das. Ja, ist so. Die tun sich so wechseln. Ein Job. Job ist das. Ich kriege für 400 Euro, glaube ich. Ja, aber ich weiß nicht, was ich habe keine Ahnung. Ja. Aber ich dachte, gut, weißt du warum? Die Minister sagte, ich würde das nicht außer Hand geben. Warum nicht? Ich störe mich, wenn ich Post kriege, ne? Vom Amt und so. Dann nehme ich mein Telefon. Nadine, Tante Friedl hat wieder Post gekriegt. Da kommst du, holst den Brief, alles in Ordnung. Dann das ist doch schön, dann, wenn Sie den Erlösen haben. Tante Friedl hat kein Geld im Hause. Ich muss Geld im Haus haben. Ich bin ja gewöhnt. Wenn Mama kommt Wasseronkel, dann muss ich 10 Euro bezahlen für die Kiste da. Ich habe ja genug zu trinken, weil ich muss viel trinken. Naja. Ja, ich bring dir Geld, sagt sie. Bring dir dann Geld, ne, tut die Portemonnaie und dann kann ich bezahlen. Ah, der Tante Friedl muss auch noch Fußpflege bezahlen. Die muss 15 Euro, nimmt die. Ja, gut, ich bring. Guck, ich hab nichts mehr, sie brauchen nur mal Hunger. Na, ist der Ulm. Aber ich bin noch runter für sie gesprungen, ja. Und ich war schon nicht gut genug. Und dann hab ich, ich muss nur mal hingehen, das sieht aus. Dann geh mal. Ja. Und wenn er Wasser noch nicht mehr, ne? Ja, dann wenn sie auch mit Pipi machen gehst. Ja. Guck mal, das Wasser ist doch noch immer nicht so hoch, ne? Ja, wo ist das denn noch? Wo das abläuft, da ab oben, wo die Kette da ist, weißt du? Ja. Ist das so? Nein. Ah, da kann noch was laufen. Und du glaubst nicht, Hansi, wenn die Leute hier so kommen, ne? Die freuen sich. Und ich lache immer, du. Und er sagt immer, Frau Schrecker, Sie sind doch eine. Ja, ich mache sogar Kaffeebombs. Man soll sich ja nicht, so krank, ja, man soll sich ja nicht verschließen, sondern man soll sich öffnen. Ja, und guck mal, der Doktor redet wieder hier warm. Ich habe gesagt. Ja, früher war das noch anders, aber ja, heute ist alles gefährlich. Die ganzen Enkeltricks und die ganzen Betrüger, Haus, an der Haustür. Über 30 Jahre und hat er mich weggeschickt nach einem Spezialisten für Zuckerkranken. Und da habe ich mich um ihn nicht mehr gestört, 4 Jahre lang nicht. Und da habe ich gesagt, der wäre böse auf mich. Und da kam er hier, hat er da gesessen, da sagte Frau Strecker, da ging ich nachher noch zum Krankenhaus, da sagte er, ich bin nicht böse, sagt er. Er ist ja nicht schuld. Er hat mich weggeschickt nach die Frau. Und da habe ich gesagt, ich muss jetzt immer bei den Spezialisten. Ja, ja. Ich habe ja nicht gewusst. Ja, klar. Und da habe ich dann den Ordnung gemacht. Ja, da habe ich die aber in Ordnung gemacht. Richtig gestört, ja. Da sagt Frau Strecker, bei ihm kann man nicht böse sein. Ja, das sage ich auch. Ne? Alle, die bei uns kommen, ja. Ach, wir sind alle nicht vollkommen. Nee, das sage ich ja eben. Wir haben alle Sünden. Ja, jeder hat. Ja, ja. Da brauchen wir nicht sich. Ja. Aber du hast eine gute Frau, die guckt den Backenkrank. Guck die Bilder auf, sie wollte ja. Hast du die Küchenmaschine gesehen? Springer. Ja, hör mal, ich habe auch Küchenmaschine, ne? Aber ich brauche doch sogar alle gar nicht. Ich habe schon über 5 oder 6 Jahre nicht gekocht. Was siehst du da? Ich weiß. Und ich weiß noch nicht mal, wie ich mich benehmen soll im Geschäft. Ich war so lange schon nicht im Geschäft. Verstehst du das? Das kannst du, das hab ich doch. Ja, siehst du, du gehst ja im Geschäft und überall rein. Weißt du, wer mich dann immer alles erzählt, wie im Geschäft ist? Ich krieg Zeitung da einmal eine Woche so. Wie heißt das? Einmal eine Woche ist das. Ja, so eine Wochenzeitung. Ja. Und da steht da drin so Reklame, was du alles kaufen kannst. Ja, da guck ich da so drin. Oder die Christa-Sache. Diese hab ich, diese Bilder. Das sind Sachen, die nicht. Ja. Ich kann hier reinkommen. Das hier. Und das hier. Ah, da ist ein Friede, ja. Der wollte haben. Ganz schön. Das ist der Chefarzt, glaube ich. Das ist schön, das wollte ich nochmal haben. Da will ich noch eins bevor mal gucken. Wenn er mal guckt. Ach, sollst du da sagen, dass ich da krank bin? Ja, hallo. Was ist da aus? Ich war so krank. Weißt du, wie der aussieht? Ja, ehrlich, du. Ich dachte, wie 55, 60. Hör mal, gestern ist es so was, ne? Jawohl. Die Ärzte haben zu mir gesagt drauf, Frau Strecker, haben Sie sich nicht vertan in den, mein Alter? Jeder, auch die Leute, die alle hier kommen, ne, dann sehen Sie meinen Körper, ich bin ja nackend. Ja. Und dann sagt sie drauf, was haben Sie eine schöne gepflegte Haut? Ich tue da alte Leute so waschen und alles. Sagt sie, wie ist das möglich? Sind Sie denn wirklich so alt? Ich sage, da ist ich immer Mappe. Da können Sie nachgucken, weil ich geboren bin. Ja, was, ist was da wie weit? Nee, ist noch nicht eine Runde. Wo das Siebchen da oben ist. Ja. So, ich habe da ein paar Regeln. Wie weit ist das entfernt? Die hast du, ja. Ich gucke da nochmal nach, was da ist. Ja,
ausmachen jetzt. Ja, und dann.